Heute gibt es wieder ein erneutes Reaction-Video und zwar wieder auf eines meiner Videos und zwar diesmal auf die Keratin-Haarglättung. Denn auch in diesem Video habe ich halt war der Fokus eher auf dem Entertainment-Faktor und weniger auf dem Mehrwert. Deshalb möchte ich in diesem Video euch nochmal ein bisschen mehr Mehrwert zu der Keratin-Glättung geben. Also, let's go! So. Ja Leute, beim Fußball wird man jetzt sagen, wir sind zurück an alter Wirkungsstätte. Ja? Ich bin zurück nach Stuttgart heute Morgen gelandet und ich stehe hier gerade beim Tukat, ja, vor der Haustür. Und zwar lasse ich mir heute eine Kreatinglättung machen von Ulvi. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich habe Ulvi nämlich ultra lang nicht mehr gesehen. Ja? Und ich würde mal vorschlagen, lass uns direkt rein. Also falls da draußen jemand von euch einen Friseur in Stuttgart sucht, schaut auf jeden Fall beim Ulvi vorbei. Ist ein cooler Typ, schöner Laden. Ja. Komm mal mit, der Chef persönlich, das kann auch am Schneiden. Ich wollte ihn da beim Schneiden nicht stören. Ne? Der Ulvi ist ja sowieso ein bisschen schüchtern. Ulvi, Grüße gehen raus an dich. Aber beim Schneiden, da konzentriert er sich natürlich. Und da wollte ich natürlich jetzt nicht irgendwie krass reingrätschen. Chef persönlich, Ulvi, es kann auch im Haare schneiden, also dauern auch ein bisschen, bis ich drankomme. Aber Leute, eine kleine Geschichte für euch. Sehr lustige Geschichte, auch gleich eine sehr schöne Geschichte. Einer der Abonnenten, der hat gesehen, wie ich hier bei Ulvi, bei Tukat mir die Haare schneide. Ja? Und ihn hat das so inspiriert, dass er tatsächlich aus der Schweiz hier nach Stuttgart gekommen ist und sich bei Ulvi persönlich die Haare schneiden lassen. Silvio, an dieser Stelle Grüße gehen raus. Finde ich richtig geil, dass du es gemacht hast. Ja, und heute sind wir hier, um... Finde ich übrigens richtig geil an dieser Stelle. Tatsächlich ist einer der Abonnenten extra nach Stuttgart gereist, um sich von Ulvi und seinem Team sich die Haare schneiden zu lassen. Er hat auch das komplette Programm mit Nägel machen und Pediküre, Maniküre, Augenbrauen und Co. Finde ich richtig cool, Leute, weil ich versuche euch ja wirklich mit meinen Videos Mehrwert zu bieten und auch meine ehrliche Meinung euch mitzuteilen. Und mich freut das mega, dass auch dann tatsächlich Leute sagen so, hey, ich finde deine Videos richtig gut ich probiere es aus. Ja? Und der Silvio war anscheinend nicht das letzte Mal da, der war schon ein zweites und drittes Mal da. Also es freut mich richtig, wenn ich sehe, dass meine Videos nicht nur gut ankommen, sondern dass es auch angenommen wird und ihr auch das ausprobiert, was ich euch empfehle. Also Dankeschön dafür. Meine Haare zu glätten, eine Kreatinglättung, habe ich bis dato noch nicht gemacht. Ich habe ja relativ lockige Haare, wie man sehen kann. Ich mache das jetzt mal raus. Leute, sehr strubige, sehr lockige Haare. Wir sehen schon wirklich echt strub. Also Leute, ich habe so krause Haare. Ja? Das sieht man hier in diesem Bild nochmal. Und bei der Keratinglättung ist es halt so, nicht zu verwechseln mit Kreatin, bei der Keratinglättung ist es halt so, dass die Schuppenschicht der Haare, ja, also bei mir, ich habe sehr, sehr krauses Haar, wie man da sieht, und die Schuppenschicht der Haare ist bei mir gefühlt so, ja, also kraus. Und bei der Glättung ist es dann so, dass halt die Schuppenschicht der Haare wieder glatt gezogen wird, damit halt die Haare eine andere Form annehmen. Sprich, das Keratin wird da drauf gepinselt. Ja? Keratin ist übrigens das Protein, woraus 90, also das Protein, woraus die Haare bestehen. Ja? Also ein Haar besteht aus 90% aus dem Eiweiß Keratin. Und bei dieser Glättung werden dann Haare halt angepinselt und dann meine krause Schuppenschicht, ja, die wird dann wieder durch diese Glättung glatt gezogen. Und ja, ich glaube, das war hoffentlich verständlich, ja. Die werden nämlich dann anschließend nicht nur durch die Spülung, in Anführungsstrichen, weil es eigentlich ja nur eine Spülung, die da drauf gemacht wird und dann glatt gezogen, sondern die werden ja auch noch geglättet, damit halt die Haare auch langfristig diese glatte, schöne Form behalten. Ja, also ich hoffe, ihr konntet mir hinterherkommen. Ja, und auch sehr trocken. Und dieses Lockige, hat Ulvi gesagt, geht komplett aus den Haaren heraus. Ja, also die Haare werden nachher wirklich glatt sein. Aber bevor es jetzt losgeht, muss erstmal die Haare gewaschen werden. Die Haare müssen selbstverständlich auch vorbehandelt werden für diese Keratinglättung mit einem gewissen Shampoo, mit einer gewissen Spülung müssen die einfach vorab nochmal gepflegt werden. Ich hatte, als ich da angekommen bin, auch meine Haare schon gewaschen gehabt, hatte auch nichts in den Haaren drin, aber die Vorbehandlung muss halt sein bei der Keratinglättung. Ich liebe Kopfmassage beim Friseur. Einfach ein Traum. So Leute, das
Ganze hier heißt Keratinglättung. Ja? Nicht Kreatin, nicht das Zeug, was sich die Pumper reinhauen, damit sie richtig schöne Muskelmasse bekommen, sondern Keratin. Keratin ist ein Protein, daraus besteht der Großteil der Haare. Und ja. Also nochmal, um das hier klarzustellen. Ein Haar besteht aus 90% aus dem Eiweiß Keratin. Nicht Kreatin. Kreatin ist das Nahrungsergänzungsmittel, was man sich reinhaut, damit man hier Oberarme bekommt. Also das Haar besteht aus 90% aus Keratin und diese Keratinglättung, da wird halt das Keratin, diese Art Spülung, auf deine Haare drauf gepinselt und anschließend mit dem Glätteisen nochmal glatt gezogen, damit halt das Ganze wirklich schön glatt bleibt. Ja, also stellt euch das vor, die Schuppenschicht der Haare bei mir ist so und die wird dann wieder schön glatt gezogen, damit die Haare langfristig glatt bleiben. Ich kann noch mal kurz gucken, wie das offiziell heißt oder was offiziell dieser chemische Prozess da abläuft. Da, kleiner Moment, ich schaue das nochmal ganz kurz nach, damit ich da euch auch nichts Falsches erzähle. Genau, der Wirkstoff des Proteins dringt in die erste Schuppenschicht des Haares ein und bildet einen Schutzfilm. Ja, wie ich es gerade erklärt habe, so einen kleinen Schutzfilm. Und anschließend werden die Haare dann glatt geföhnt und glatt geglättet. Und aufgrund der hohen Temperaturen richten sich die Schwefelbrücken in den Haaren neu aus und bilden eine neue Form, in diesem Fall eine glatte Form und keine krause Form mehr. Genau, das ist jetzt ganz korrekt formuliert. Also ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie der chemische Prozess dahinter abläuft. Und Leute, ihr seht das, zwei Leute sind da dran, meine Haare mit diesem Zeug einzupinseln. Das hat echt lange gedauert. Auch kurz dazu ist wahrscheinlich eine Frage, wie lange dauert sowas eigentlich? Diese ganze Behandlung, wenn ihr das in einem Tag machen wollt, braucht ihr locker 5 Stunden. Safe. Also ihr sitzt den ganzen Tag beim Friseur, 100%. Ich war nämlich jetzt zweimal da, also einmal an dem Freitag, als ich da angekommen bin, als auch noch am nächsten Tag war ich nochmal kurz da, um noch meine Spitzen zu schneiden und die Haare zu versiegeln. Aber Minimum müsst ihr 5 Stunden für dieses ganze Prozedere einplanen. Und da werden die Haare halt komplett vollständig eingepinselt mit diesem Keratin. Und Leute, glaubt mir, meine Mähne, die ist echt lang gewesen, ja? Also da haben die echt schon lange für gebraucht. Also ich fühle mich gerade wie so eine Oma, ja? Meine Oma hat nämlich damals auch mal eine Dauerwelle bekommen, da hat sie immer so ein Ding gehabt. Also es sieht ähnlich aus hier. Tatsächlich, nachdem das Ganze aufgetragen war, das Keratin, musste ich mich da runtersetzen. Da kam ein bisschen Wärme von allen Seiten, damit das halt schön in die Haare einschicht und in die Schuppenschicht einwirkt. Das dauert dann ein Weilchen, bis es dann weitergeht. Und ja, das hat mich auch wieder an meine Oma erinnert, weil die hat immer Dauerwelle bekommen und das sah ähnlich aus. So. Und als ich dann damit fertig war, also als dieses Einwirken durch war, wurden meine Haare erstmal glatt geföhnt. Also mit dieser Rundbürste hat Ulvi dann die Haare erstmal schön gezogen und mit dem Föhn immer schön glatt geföhnt. Und das hat ein bisschen gestunken, muss ich sagen. Es hat ein bisschen gerochen, weil dort findet ja eine chemische Behandlung statt. Dazu nochmal auch eine Info. Viele Leute denken, ist das schädlich, ist das nicht schädlich? Es hatte den Ruf, dass die Keratinglättung schädlich ist. Sie ist aber nicht schädlich. Damals war es so, dass die Behandlung, also dass bei der Behandlung Keratin, so eine Keratinspülung verwendet worden ist, wo ein krebserregender Stoff drin war. Deshalb hatte das einen sehr schlechten Ruf. Das kommt ja auch aus Brasilien, nennt sich auch manchmal Brazilian Blowout, andere Leute sagen das dazu. Aber mittlerweile ist es so, dass man da gar keine Angst mehr haben muss. Es ist alles andere als schädlich, sondern so eine Keratinglättung ist tatsächlich gut für dein Haar, denn das Haar wird halt bei diesem Prozedere neu versiegelt. Und was Ulvi da halt macht, Ulvi muss natürlich dann dementsprechend die Haare in diese neue Form ziehen. Und da mussten meine Haare dann erstmal geföhnt werden, glatt geföhnt werden. Das hat auch wirklich ein Weilchen gedauert. Und man sieht, der andere hat mitgeföhnt. Ja? Also ich hatte an dem einen Seite einen Föhn, an der anderen Seite einen Föhn und anschließend hatte ich so einen Föhn. Das könnt ihr mir glauben, Alter. Nach der Behandlung hatte ich wirklich einen Föhn. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade erkannt habt, aber das war auch so ein bisschen Rauch. Also während des Föhnens, während des Glattföhns, haben die Haare tatsächlich auch ordentlich geraucht. Ja?
falls jetzt jemand die Frage hat, ich habe ja sehr krauses Haar, ja, es funktioniert auch bei Locken, es funktioniert auch bei dicken Haaren, dünnen Haaren, glatten Haaren. Ihr könnt diese Keratinglättung mit jedem Haartyp machen. Ja, also falls jemand die Frage hat und das, sich überlegt, hey, geht das auch mit meinen Haaren? Ja, das geht auch mit deinen Haaren. So, nachdem dann die Haare halt glatt geföhnt worden sind, hat er die Haare hochgesteckt und hat die Haare dann schlussendlich nochmal nach dem Glattföhnen mit einem Glätteisen nochmal geglättet. Warum? Weil diese Glättung soll ja auch lange anhalten. Und dementsprechend müssen die Haare halt so gut es geht in die neue Form gebracht werden und das geht natürlich mit dem Glätteisen perfekt. Leute, und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, Leute, jetzt ist Endstufe. Jetzt ist absolute Endstufe. Da waren drei Typen an meinen Haaren zugange. Dachte, hä? Was ist denn jetzt los? Also der eine hat meinen Bart vorne gemacht, denn ich hatte tatsächlich von Ray, der hat irgendwie so einen kleinen Cut in den Bart reingemacht. Er hat meinen Bart ausgebessert und die anderen beiden haben meine Haare geglättet, Leute. Also sechs Hände an einem Kopf, das war echt ein bisschen too much, ja. Aber ich habe es überlebt. Und Leute, da sieht man jetzt hier an dieser Stelle, wie mega mäßig glatt meine Haare sind. Also ich hatte da vorher gar keine Einschätzung, auch gar kein Referenzerlebnis, wie glatt die Haare sein können. Klar, ich habe meine Haare mal geglättet mit einem Glätteisen, aber das ist kein Vergleich. Also das ist absolut kein Vergleich. Und hier seht ihr auch, Leute, wie lang ich meine Mähne hatte. Alter Schwede, Leute, zieht euch das rein, wie lang meine Haare da sind. Da träumen manche Frauen, glaube ich, von. Ey, krass. Ich habe das ja auch noch nie gesehen, so von hinten, wie lang meine Haare tatsächlich sind. Also, krass. Krass. Wenn ihr euch nach der Glättung dann durch die Haare fasst mit euren Händen. Leute, das ist ein Gefühl, gerade bei mir war es extrem, weil ich halt krause Haare habe, trockene Haare habe. Also es war wirklich ein mega Unterschied von total kraus zu ganz glatt. Das soll man jetzt eigentlich nicht machen, das was ich jetzt gemacht habe. Also man sollte nach der Glättung nicht seine Haare direkt binden, sondern einfach mal lang lassen. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht, weil mich die Haare gestört haben beim Reden in die Kamera. Also falls du eine Keratinglättung machen solltest, mach dann anschließend keinen Zopf oder so machen oder kein Membran. So Leute, die Keratinglättung ist durch. Leute, beste Aufnahme. Und es war auf jeden Fall interessant. Schaut euch mal meine Haare an, wie die abstehen zu Bergen, ja? Warum? Die Haare sind so glatt, dass du die teilweise gar nicht mehr in den Man-Bun reinbekommst. So glatt sind die Haare. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Ulvi. Hat echt wieder Spaß gemacht, hier zu sein. Ich muss auch an dieser Stelle sagen, ich habe zum ersten Mal das Gefühl bekommen dafür, für Leute, die wirklich sehr dünne und sehr feine Haare haben. Denn ich habe mir gerade einen Man-Bun gebunden und es fühlt sich komplett anders an als vorher. Denn meine Haare sind jetzt wirklich super glatt, ja? Und auch nicht mehr so voluminös wie vorher. Und vorher habe ich halt einen riesen Bun auf dem Kopf gehabt und jetzt ist der Bun halt wesentlich kleiner und auch wenn ich mit meinen Fingern so durch die Haare durchfasse, das fühlt sich wesentlich weniger an, ja? Also einfach nicht mehr so. Das war ein Erlebnis, was ich vorher noch nie hatte in meinen Haaren, aber das konnte ich jetzt richtig gut nachvollziehen, vor allem die Leute, die sehr, sehr dünne und sehr, sehr feine Haare haben. Ich konnte meine Haare gar nicht so richtig packen. Ja, also normalerweise, ich kann meine Haare richtig schön packen, kann da reinfassen, weil ich halt so eine Mähne habe, aber ich konnte die Haare nicht mehr fassen. Die sind einfach, auch gefühlt waren nicht mehr so viele Haare da, obwohl natürlich noch genauso viele Haare da waren wie vorher, aber es war so glatt und so fein, dass ich es irgendwie nicht mehr gebunden bekommen habe. Also jetzt habe ich ja wieder schön gebunden, aber direkt nach der Glättung habe ich gedacht, so shit, jetzt kann ich nachfühlen, wie sich Leute fühlen, die wirklich sehr fein und sehr glatte Haare haben und wo die Haare einfach immer wieder runterfallen. Von daher kann ich verstehen, die Leute, die jetzt irgendwie Probleme haben mit feinen und glatten Haaren, komplett nachvollziehbar aus meiner Sicht. Ich bin jetzt gespannt, wie das noch weitergeht mit der Keratinglättung. Ich bin gespannt, wie lange das hält. Ich gehe morgen nochmal hier bei Ulvi vorbei, lasse meine Spitzen schneiden und
bekomme dann nochmal eine Glättung, dann ist die Keratinglättung auch komplett vollständig abgeschlossen. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie lange das hält. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen auf meinem Kanal und ja, schauen wir mal, wann die Haare dann schlussendlich auch mal wieder abgeschnitten werden. Ja, die Haare werden auf jeden Fall irgendwann wieder abgeschnitten, das ist klar, aber schlussendlich will ich euch noch ein paar Infos dazu geben, zu der Keratinglättung. Wahrscheinlich interessiert natürlich auch viele Leute, wie teuer ist das Ganze eigentlich. Die Keratinglättung kostet zwischen 200 und 500 Euro, je nach Haarlänge. Ja? Logisch, weil bei sehr, sehr langen Haaren dauert das Ganze natürlich auch länger. Gar keine Frage. Und wie ihr gesehen habt, dann sind da auch mehrere Leute dazu gange, um die Haare glatt zu bekommen. Also zwischen 200 und 500 Euro müsst ihr einplanen. Es dauert bestimmt 5 Stunden. Ich bin dann einen Tag später nochmal zu Ulvi hin, um meine Haare versiegeln zu lassen. Man muss das auf jeden Fall machen, weil sonst gehen die Haare kaputt. Also dieses Versiegeln ist echt enorm wichtig. Da wurden die Haare nochmal gewaschen. Sie wurden versiegelt. Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ganz genau. Also auf jeden Fall wurden die Haare nochmal behandelt. Man kann das natürlich auch alles an einem Tag machen. Ulvi hat mir empfohlen, das auf 2 Tage zu splitten, was ich auch an dieser Stelle gemacht habe. Wenn mich jetzt Leute fragen, Daniel, hat sich das Ganze gelohnt? Leute, es hat sich mega gelohnt. Auch jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, man weiß natürlich nicht, wie lange das Ganze hält. Ja? Das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die viele dann stellen, wie lange hält das Ganze denn eigentlich? Kommt natürlich komplett auf deine Pflege an und auch wie du deine Haare im Anschluss nachbehandelst und natürlich auch darauf, wie deine Haare von der eigentlichen Struktur sind. Weil meine sind ja wirklich sehr wellig und sehr kraus. Ja, ich denke mal, die Schuppenschicht, also diese natürliche Schuppenschicht von mir, dieses wellige, krause, kommt viel schneller durch bei mir als bei anderen, die vielleicht nur leicht wellige Haare haben. Ist ja auch klar. Wie lange hält das Ganze? Zwischen 2 und 5 Monate, je nachdem, wie du deine Haare anschließend pflegst und auch behandelst und ob du die auch zum Beispiel nochmal nachglättest. Ich kann dir empfehlen, im Anschluss auf jeden Fall eine Haarpflege zu verwenden, wie zum Beispiel eine Haarkur und auch ein mildes Shampoo zu verwenden. Und natürlich auch ein Haaröl, ja, ganz wichtig. Aber das gehört für mich schon so zur Routine drin, deshalb habe ich das gerade noch kurz ergänzt. Aber es hat sich definitiv gelohnt, Leute. Gerade wenn ihr wirklich strapazierte Haare habt, krause Haare habt, dann ist das wirklich eine Überlegung wert. Und auch jetzt, ja, merke ich das noch extrem. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch meine Haare offen tragen, würde auch gut aussehen. Ich kann das jetzt auch gut an dieser Stelle mal abmachen. Man merkt das immer noch, die Keratinglättung. Und ich muss sagen, meine Haare sind jetzt noch ein bisschen feucht, weil ich eben in der Dusche war. Aber die sind bei weitem immer noch schöner, glatter und von der Struktur her einfach cooler. Fühlt sich auch viel wesentlich besser an als vorher mit komplett krausen Haaren. Also falls ihr das überlegt, das mal zu machen, ich kann euch die Empfehlung definitiv aussprechen. Falls ihr aus Süddeutschland kommt, macht das gerne bei Ulvi, bestellt Ulvi einen schönen Gruß von mir. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video noch ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen konnte. Falls ihr dennoch Fragen habt, ja, zu dieser Keratinglättung, schreibt es in die Kommentare rein. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag und eine miese Frise.